Buongiorno. Wir starten jetzt zum dritten Mal, das dritte Jahr auf unsere GTA. Wir starten in Alagna, nicht direkt. Wir haben hier einen Parkplatz gefunden, haben hier unten geschlafen, sind wieder wie üblich spät dran. Wir haben heute eine Etappe, die ist angegeben mit 7 Stunden 30. Wir haben noch eine Stunde länger, weil wir noch eine Stunde mehr Weg haben. Haben etwa 1500 Höhenmeter, also es wird ziemlich heftig und das Wetter ist gut. Hier ist total schön. Und ja, wir stehen mal so 7 bis 10 Tage bevor. Schauen wir mal, was kommt. Passo Marciano, das ist der erste der 3 Pässe, die wir heute haben. Die anderen 2 kommen direkt danach. Das ist fantastisch hier oben. Immer wieder kommt die Sonne raus, da kommen wieder ein paar Wolkenfelder, aber es ist fantastisch. Ja, wir sind unterwegs von San Giovanni, dem Kloster San Giovanni, nach Europa, dem nächsten Kloster. Wir haben einen Regentag heute, aber müssen wir halt durch. Der Weg ist nicht so lang heute, 3,5 bis 4 Stunden. Ja. Heute Nacht gab es Gewitter, Strom war auch mal weg. Sicht ist gleich 0 heute. Die Bäume geben ein bisschen Schutz, ist ganz gut so. Ja, es donnert. Wir sind hier unterwegs von Europa, dem Kloster, Richtung Refugio Coda. Hier hat es sehr viele Blockfelder. Wir haben gestern ganz gut geschlafen im Kloster. Ist gar nicht so nach Kloster eigentlich. Hat ein schönes Zimmer. Gut zu Abend gegessen. Jetzt gehen wir da über die Blockfelder. Sind heute Morgen ein kleines Stück mit der Seilbahn. Ist das zeitlich nicht zu schaffen heute?